Hallo, grüßt euch. Warum YouTube? Ja, YouTube ist eine Google-Suchmaschine, gehört auch zu Google. Hier kann man suchen, zum Beispiel, ich suche zum Beispiel jetzt für mein Gerät eine Anwendung, also eine Anleitung, habe sie verloren. Dann kann ich zum Beispiel über YouTube eingeben, was ich suchen möchte. Vielleicht bekomme ich die Anleitung dann sowieso. Oder ich kriege ein Video, wie man das Gerät dann bedient oder was ich dann möchte. Also eine reine Suchmaschine. Lass uns weiterlegen. Hier seht ihr, YouTube ist in Deutschland, zum Beispiel 45 Millionen Erwachsene in Deutschland besuchen YouTube laut KFK in einem Monat. Also ist eine Riesenzahl. Die Zahl der YouTube-Kanäle mit mehr als 100.000 Abonnementen ist im Jahr 2019 um 40% um mehr als 2.800 Stück gestiegen. YouTube bewegt ganz Deutschland. 60% der Internetnutzer in Deutschland finden YouTube hilfreich. Eine neue Fähigkeit für die persönliche und berufliche Entwicklung zu erlernen. Hier sieht man auch im Jahr 2019 die aktivsten Sozialmedia-Plattformen ist YouTube ganz oberhalb angesiedelt. Tatsächlich sind die monatliche von Facebook in den letzten 12 Monaten stetig gestiegen. Und den nächsten Bilanzmeldungen ist von den Nutzerzuwachs um fast 10% im Jahresvergleich die Rede. Auf Platz 2 die Serien, also YouTube rangiert am Platz 2 und ist 2019 mit 76% hier aktiv im Internet nutzen auf Platz 1. YouTube erreicht in einer durchschnittlichen Woche mehr 18-Jährige bis 49-Jährige als alle Kabel-TV-Netzwerke zusammen, also viel mehr. Nutzer bestimmen ihren Weg durch die Kaufprozesse selbst und wechseln dabei nahtlos zwischen Suche von Videos. Also 80% der Nutzer geben an, dass sie sich überwiegend abwechselnd über eine Online-Suche an Videos in einem Internet über die Produkte vorher informieren, bevor sie sich kaufen. 55% aller Nutzer suchen ein Produkt auf Google und informieren sich davor zum Kauf auf YouTube ausführlich dafür. Also YouTube ist nicht mehr wegzudenken. Ja, hier zeige ich euch den Unterschied zwischen Facebook und YouTube. Was macht der typische User auf Facebook und YouTube? Hier lade ich euch herzlich ein auf Facebook. Hier seht ihr meine Timeline. Also der User ist vorweg in seiner Timeline unterwegs, um seine Newsfeed zu lesen oder zu erforschen. Am Anfang würde sich seine Werbung noch nicht interessieren für eine Werbung. Vielleicht schon, aber eine andere User vielleicht doch ein bisschen unterwegs. Aber der Hauptanteil interessiert nur, was gibt es Neues in meiner Timeline. Er scrollt sich durch und irgendwann wird dann auf eine gesponserte Nachricht, zum Beispiel so eine hier heißt gesponserte eine Nachricht. Vielleicht interessiert das den User, aber eigentlich nicht so, weil der User eigentlich auf seinen Newsfeed unterwegs ist. Hier zum Beispiel, mich würde jetzt das nicht anspringen, weil ich sowas nicht sehen möchte, weil Facebook natürlich das über Werbe-Ads, wo der Provent-Experte, wie er hier heißt, ich kenne den zwar nicht, hier Google Ads, also Werbung, Facebook Ads geschaltet hat und hier rausgeliefert wird. Facebook natürlich ist gezielt auf natürlich auch das bestmöglich zu machen, aber hier hat es zum Beispiel nicht getroffen. Das kann sein, dass vielleicht der eine andere User, vielleicht habe ich mich irgendwo mal was Ähnliches beworben, wird mir das natürlich ausgeliefert. Also hier Fehlerplatz. Das Problem ist, der Provent-Experte hat hierfür schon bezahlt, für diese kurze Begegnung. Also mich interessiert das nicht. Dann scroll ich weiter und. Hier gibt es dann mehrere Sachen oder wird der nächste gesponsert, dann meistens weiter unten gibt es dann wieder so eine LinkedIn. Also erreichen Sie die richtige Zielgruppe. Ja, den einen oder anderen interessiert das auch noch, vielleicht mich schon. Oder? Dann könnte ich das ansehen. Dann hat natürlich der User wieder gewonnen. Aber hier ist es sehr mühselig, hier verbrennt man sehr viel Geld bei Facebook, diese Ad-Schaltungen. Im Gegenzug bei YouTube habe ich die Möglichkeit über den Kanal, hier gehe ich dann auf YouTube komplett, habe ich die Möglichkeit,
hier über diese Suchfunktion mir gezielt das raussuchen, was ich möchte. Hier werden mir natürlich auch, wenn ich länger im YouTube unterwegs bin, auch diverse Videos schon vorgeschlagen. Aber zum Beispiel, mich interessiert jetzt zum Beispiel Fitness, wie jetzt oberhalb ganz hier steht, Fitness ohne Geräte zu Hause. Was schlagt mir hier YouTube vor? Dann sieht man hier, hat man die Möglichkeiten schon Anzeigen, wo sie was Ähnliches zu tun und zu haben, aber die passen jetzt Fitness ohne Geräte im Amazon, Riesenauswahl. Hier platzieren natürlich die Großen ihre Werbung. Ne? Das wäre ohnehin eine Möglichkeit zum hier Werbeschalten über Google Ads. Das zeige ich euch vielleicht in einem anderen Training, aber hier geht es ja um diese Placements. Das heißt, hier habe ich dann die Möglichkeit, ich schlage dann mir die stärksten Videos vor, die am obersten Seite ranken. Hier sieht man auch ansprechende Bilder. Man sieht hier die ansprechenden Bilder. Ich schlage natürlich auch aus. Hier Muskelaufbau extrem, oder? Von zu Hause aus. Aber was hat das von zu Hause aus zu tun? Eigentlich nicht so wirklich. Aber vielleicht interessiert mich aber doch hier. Hier ist auch wichtig, was die Überschrift zum Video aussagt, oder? Ganzkörper-Workout zu Hause, von zu Hause ohne Geräte. Also hier spricht mich das schon an. Übers Template lässt sich ein bisschen zu streiten. Ne? Aber hier über diese Überschrift kann ich mich schon also schon mich mehr anfreunden mit diesem Video. Auch wichtig ist, was hier steht im ersten Satz. Hier, man sieht, hier ist nicht allzu viel. Hier gibt es ein Bütchen. Man sollte vielleicht im ersten Satz schon den Link gleich sehen, dass vielleicht der User schon hier auf den Link, auf den Call to Action kommt. Ja, was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel hier das Video aufrufe? Würdest du über das Internet gerne 14,58 € Was verdienen? kommt Das jetzt wären hier? 350 € Hier stoppt Abtrag, das das wären einmal. im Monat 10. Ja, hier, das sind diese Placement-Schaltungen. Das möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Aber jetzt seht ihr einen klassischen Fehler vom Said Sharipur, dem größten Online-Marketer, wo der es eigentlich wissen sollte. Was hat ein Fitness ohne Geräte mit Geld verdienen im Internet zu tun? Eigentlich nicht richtig platziert, aber er platziert sich einfach überall. Ja. Hier hat dann die Möglichkeit, der User, zum Beispiel ich, die Werbung anzusehen, dann oder anklicken und weiterzusehen oder die Werbung überspringen mit diesem Button. Solange, wenn ich zum Beispiel diese Werbung überspringe, mache, dann wird mir das Video gelöscht und ich komme auf das Video, was ich eigentlich möchte. Ja. Wenn ich das natürlich jetzt ansehe und ich zum Beispiel Werbespringen mache, dann bezahlt der Herr Seitschiribur gar nichts für diese Auslieferung. Also das Gegenteil, was bei Facebook passiert. Hier wird nichts bezahlt. Das liefert Google für dich kostenlos aus. Solange ich hier nicht aktiv werde. Also wenn ich die Werbung überspringe, komme ich auf das Also, Video, was meine ich damit? was ich eigentlich wollte. Ja. Und jetzt zeige ich euch, wie man diese Placements, also diese Videos vor dem Hauptvideo, also vor den großen Videos platzieren kann. Dazu brauche ich natürlich, gehen wir nochmal zurück in der Präsentation, gehen mal weiter, da brauche ich eine Strategie, also Werbung auf YouTube mit Google Ads. Die erste Strategie ist eine ganz einfache, eine Reuse-Strategie und ich werde euch die Strategie Placements zeigen. Es gibt verschiedene andere auch noch, es gibt neue Display-Anzeigen und verschiedene andere. Aber das würde hier den Rahmen sprengen, das möchte ich euch in einem anderen Training zeigen. Hier geht es ja um die Strategie Placement. Dazu brauche ich natürlich ein Google Ads-Konto zum Werbung erstellen und eventuell mich besser sichtbar zu machen. Dazu zeige ich euch meinen Account. Ja, hier über den Google Ads Account sieht man, hier habe ich schon ein paar Kampagnen. Hier wird man über die Kampagnen öffnen. Ich muss noch umstellen auf mein Account. Genau. Hier seht ihr meine Kampagnen, wo ich schon am Laufen habe. Hier seht ihr verschiedene Display-Anzeigen, die Search-Anzeige, die laufen schon länger.
Die habe ich jetzt auch ein bisschen optimiert und man sieht hier 513 Klick, 283 Klick und was sie kosten. Hier sind dann die Youth-Kampagnen, zum Beispiel die am 5.6., das ist die ich vor kurzem erst geschaltet habe, die hat sehr gut eingeschlagen mit 30.000 Präpressionen, 6.300 Interaktionen, 20, die kosten pro durchschnittlich 0,1. Hier habe ich 58 Euro ausgegeben und das ist die älteste, die YouTube Webinar Placement. Und hier habe ich eine dritte und hier habe ich auch eine Placement für mein eigenes Webinar erstellt. Für die Review-Kampagnen, da braucht es eine zusätzliche Bridge-Page, das kann ich euch in einem anderen Training zeigen. Hier geht es an diese Placements. Und wie ich eine Placement-Kampagne erstelle, zeige ich euch jetzt. Hier geht es an den blauen Button, also das blaue Plus, hier kann ich eine neue Kampagne erstellen. Neu. Hier muss ich mir dann aussuchen, ich möchte ja Leads sammeln, ja, dann klicke ich das an und wählen Sie einen Kampagnentyp aus, ich möchte Video, ja, für Leads und Conversions, Videoanzeigen oder Placementanzeige. Dann gehe ich auf Weiter. Hier ist dann wichtig, hier gebe ich dann einen Kampagnennamen ein. Ich mache das immer mit Datum und was das ist, oder? Ich lasse es einmal so stehen. Wichtig ist euch, dass ihr euch jetzt hier eine kleine Strategie erstellt, dass ihr auch nachher das suchen könnt, wie das dann auch findet, wenn ihr mehrere Kampagnen am Laufen habt. Sonst müsst ihr immer suchen, was ist was, jedes öffnen und so. So kann man das, wenn man so eine kleine Strategie sich annimmt, wie man dann beginnt, fange ich mit Datum an und. Hier habe ich dann die Möglichkeit, die Gebotsstrategie auszuwählen. Ich nehme immer die Ziel CPA für diese Placements und hier schlägt mir schon Google vor, was ich zu bezahlen habe. Hier gebe ich einen Zwischenwert zwischen 10,88 und 25, zum Beispiel 15 Euro. Also mir ist jetzt zum Beispiel meine Lead pro Lead 15 Euro wert. Es erschreckt nicht, die mussten dann die 15 Euro bezahlen. Das heißt, hier muss ich ein größeres Angebot platzieren, dass ich auch die Reichweite erreiche, dass es auch ausgeliefert wird. Sonst gehe ich unter. Kommt es immer darauf an, was für welche Ziele oder was für ein Business oder was für eine Kampagne ich für mein Video, für mein Business ausgewählt habe. Hier kann ich dann ein Tagesbudget, jetzt scroll ich ganz runter und sehe da, hier geht es dann um diese Placements. Hier öffne ich dann gehe ich wieder zurück über meinen YouTube-Kanal, wo ich den hier ausgesehen habe. Ich möchte ja hier mich platzieren oder mit meinem Video, dann nehme ich das raus, Fitness ohne Geräte von zu Hause, kopiere ich mir das, gehe wieder zurück und kopiere ich mir das so rein, eine Phrase einfügen, dann sucht er mir diese Videos raus, wo auf YouTube gelistet sind, wo alles mit Fitness ohne Geräte von zu Hause aus bedienbar sind. Hier sehe ich das, hier kann man die Kanäle, aber ich will ja vor den Videos sein, dann öffne ich das und hier kann ich dann diese Videos, wo ich mein Video davor platzieren möchte, aussuchen. Also ich möchte, dass es hier davor ist, hier davor, suche mir alle aus, so viel wie möglich. Hier habe ich jetzt 4 ausgewählt. Ideal ist, ich habe es so mit 70 probiert, man sagt zwischen 70 und 100 oder zwischen 60 und 100. Ich habe jetzt mal 70 probiert und man kann dann das austesten, weil man kann so viele Kampagnen schalten, wie man will. Natürlich muss man aufs Budget aufpassen. Ne? Aber wenn man das platziert, dann kann man die Kampagnen testen gegeneinander. Solange nichts geklickt wird, bezahlt man ja auch nichts. Man zahlt dann wirklich nur für die Klicks, wo wirklich dann aufgerufen wird. Und hier kann man dann die Kampagne, mein Video, wo ich dann mein Video, wo dann davor bleibt, kann ich hier aufrufen über den Oral, also den Link vom YouTube-Video gebe ich hier rein, kann das einmal eingeben, dann kann ich es zeigen, wie das ausschaut. Gehe hier zurück auf meinen Kanal. Moment.
meine Videos. Zum Beispiel, ich platziere jetzt zum Beispiel dieses Video, zum Beispiel das, dann klicke ich hier drauf, öffne das, klicke ich hier drauf und hole mir den Link vom Link, kopieren, dann raus, dann gehe ich wieder zurück und jetzt gebe ich es hier rein, oder? Einfügen. Und jetzt kann ich die Werbung dafür. Finale Oral, wo es hinführen soll, dass dieses Video soll vor diesen, wo ich hier rausgesucht, platziert werden. Das Gesamte, hier kann ich dann das einstellen, Kampagne erstellen. Genau. Und wie das geht, das möchte ich euch in einem kleinen Online-Kurs zeigen, wie genau das funktioniert, wie man das erstellt und was man da für Feinheiten noch machen muss, weil das wäre jetzt zu lange für dieses kleine kurze Webinar, wo ich euch hier erstellt habe, wäre es einfach zu viel. Ja, und ich habe einen kleinen Online-Kurs parat, der euch Schritt für Schritt durchführt, wirklich Schritt für Schritt. Nicht wie die anderen alle geben. Ich habe schon viele Online-Kurse gesehen, wo ca. 80% gezeigt werden und die letzten 20%, wo man dann braucht, gibt es dann nur über ein Upsell. Das natürlich mit der dicken Brieftasche belegt ist, also mehr Geld kostet, wie der ganze Kurs wert ist. Wo man dann vielleicht aufgibt oder da auch einen sauren Apfel beißt und dann wirklich dann nichts bekommt, also wie nur heiße Luft. Hier habe ich euch einen Online-Kurs erstellt, den möchte ich euch jetzt zeigen. Moment, den möchte ich euch zeigen, wer diesen Online-Kurs erstellt hat. Der eine oder andere kennt den vielleicht. Moment, wo habe ich das? Hier YouTube Starting. Genau. Hier kennt ihr wohl YouTube Workshop, den lieben Daniel und den Stefan. Die haben einen geilen Online-Kurs erstellt, wo das wirklich Schritt für Schritt gezeigt wird. Ich zeige euch, wie das aussieht, wichtig zum Ablauf. Hier, Moment, lösche das nur weg. Hier sieht man wirklich Step by Step, wie das aufgebaut. Der Daniel, der Stefan und der Patrick und der Jens, das sind vier nette Jungs, wo das wirklich für kleines Geld zeige ich euch dann, was das dann nachher kostet. Aber ich möchte euch zeigen, was wirklich so alles drinnen ist. Also wichtig zum Ablauf, hier gibt es einen Aufbau und Branding, warum YouTube, Videokanal, grafisch, Schlüsselwörter. Hier gibt es die Produktion, wie man Videos macht, was für Equipment das man brauchen kann, kostenfrei YouTube, Live-Videoproduktion und das letzte Part hier, denn wie man SEO uploadet, die klickstarken Templates macht, top in 3 Minuten, dass es wirklich in 3 Minuten auf der ersten Seite ist, funktioniert alles. Ich zeige dir heute noch am Schluss, wie das wirklich funktioniert. YouTube Anzeige, wie man die Anzeige genauestens Schritt für Schritt im kleinsten Detail die Anzeige macht und der nächste letzte Schritt, wie man dann nachher, wenn die Kampagne läuft, wie das alles funktioniert. Das alles ist verpackt in diesem Online-Kurs. Und wo erhält man den? Das zeige ich euch jetzt. Hier für 27 Euro. Ja, du hast richtig gesehen. 27 Euro für diesen geilen Kurs. Aber nicht lange. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es da schon. Die 27 Euro gibt es nur noch bis Montag, bis zum 15. Also schau, dass du den noch ergatterst, weil nachher kostet er wieder 297 Euro. Ist auch noch kein Geld, weil das funktioniert wirklich. Ich zeige euch noch, zum Schluss, wie es funktioniert. Wichtig ist, wo kriege ich das? Zum Beispiel über diese Seite. Ich gebe euch den Link hier unterhalb im Video dann bekannt, wo man das aufrufen kann, wo man auf diese Seite kommt. Und hier könnt ihr dann jetzt Datum wählen. Ist ein kleiner Wermutstropfen. Sie wollen das, dass man das über dieses Webinar ansieht. Das Webinar ist kostenlos, es dauert auch nicht allzu lange, 30, 35 Minuten, wird ein bisschen mehr erzählt, was ich jetzt erzählt habe, ist detailliert, man kann da auch schon ein paar Contents rausnehmen und wirklich nicht viel und dann kann man den über Digisturm 27 ein Leben lang erwerben, diesen Online-Kurs. In dem Online-Kurs, wie ich gesagt habe, gibt es noch andere Sachen, zum Beispiel
gehen home. Ja, hier gibt es noch andere Kurse vom Jens und vom Ding. Ich habe da den Keyword-Analyse, Google Ads, wie man die Display-Ads und etc. schaltet, auch um selbe Geld. Oder zum Beispiel, es gibt auch eine kleine Challenge, wo man diese Kurse auch dann kostenlos erwerben kann. Ja. Und hier den Gold-Member, aber das kann sich jeder selber dann sehen. Das ist kein Muss. Ja, und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie das funktioniert, wenn wie das aussieht, die Ergebnisse die meiner letzten Kampagnen. Dann zeige ich euch das. Hier zum Beispiel habe ich bei für meine Werbeschaltung, ich gehe jetzt nochmal zurück, beenden. So, zum Beispiel hier seht ihr, ich habe euch ja schon vorgesagt, was für Impressionen hier geklappt habe. Ich habe auch schon Verkäufe draus gemacht. Ich habe hier begonnen, man sieht es hier, am 18. habe ich mit diesem Kurs begonnen. Das ist nicht einmal einen Monat her, habe ich 1200 Euro verdient über diese Kampagnen. Also es funktioniert. Ich zeige euch noch auch noch über das Incognito-Fenster, wie meine Videos aussehen. Ich kann euch zeigen noch über meinen Kanal, über die Analytics. Moment, wo haben wir die? So, mein Kanal. Über das Analytics-Konto. Es gibt bei Google, YouTube auch ein Analytics-Konto. Ihr seht ihr, ihr seht das, ist schon an dem kleinen Account möglich. Ich habe nur 199 Abonnenten. Die sind schwer erarbeitet worden. Ich habe den Kanal schon länger. Aber ihr seht ihr, in den letzten 28 sechs neue dazugekommen. So viel habe ich noch nie gehabt. Also diese Placement-Schaltungen sind auch ein Garant, dass neue Abonnenten dazukommen, weil sie rufen ja deine Videos auf, oder? Und hier, wenn ich hier in die Analytics gehe, habe ich die Möglichkeit, über die Analytics, über meine Reichweite, das anzusehen. Ich glaube, ich habe das euch eh schon gezeigt. Unbegrenzt, hier sieht man, was da passiert ist, oder? Insgesamt 82.000 Impressionen, 4,2 Klickrate, Aufrufe 24.000. Das sind dann sehr gute Werte. Hier sieht man ja, was Google für dich macht, wenn du aktiv bei YouTube neue Videos erzeugst. Oder? Und wichtig ist ja auch, bei den Videos, wenn man die Videos erzeugt, wenn man in die Kanalnische geht, zum Beispiel wenn ich das noch einmal aufzeige, das zeige ich dir jetzt, wie meine Videos ranken in einem Incognito-Fenster. Dann mache ich das neu auf, seht ihr, siehst du, das ist ganz neutral in Incognito-Fenster. Hier bist du mit den Proxys nicht verbunden, mit dem Pop-up-Fenster, und hier bist du ganz neutral. Das heißt, ich gebe jetzt hier YouTube ein, steht, kommt eh schon, und hier habe ich die Möglichkeit über YouTube, ist ganz neu, oder? Ich habe ihn nicht angemeldet, oder? Also hier kann ich nicht faken, und jetzt rufe ich mal die Videos auf, wo ich zum Beispiel gemacht habe. Zum Beispiel, ich gebe jetzt auch hier Neukundengewinnung ein, zum Beispiel für Trainer suchen. Schauen wir mal, was da kommt. Ja, siehst du da? Kein Fake. Hier auf allerersten Seite mein Video. Mit 13 auf. Das stimmt jetzt nicht ganz, weil hier wird das ja immer später aktualisiert. Aber man sieht jetzt, mit 13 Aufrufe bin ich auf der ersten Seite. Hier der eine auch, zum Beispiel da, Neukunden, das macht die gleiche Strategie wahrscheinlich, vor einer Woche. Und die 10 Monate, hier der Torben Platzer, ist nur auf der dritten Stelle. Oder zum Beispiel der André Schneider mit mehr Aufrufen, aber siehe da, die sind auch schon älter. Also das heißt, ich habe hier noch eine Nische getroffen, wo das letzte Video vor 8 Wochen, der eine hatte schon gecheckt, oder? Bestimmt, ich weiß nicht genau, wer der ist, was der ist, wie der heißt, keine Ahnung. Genau, der bestimmt dein Leben. Aber man macht es auch schon geschickt. Hier ist der Jens mit 108 auf, der ist natürlich unser Paradebeispiel. Aber ich habe den schon übertroffen mit diesem einen Video. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe
Für Coaches, schau mal da. So, so schreibt man Coach, glaube ich, ja. Genau. Ja, hier genau dasselbe. Ja, das siehst du hier. Wieder bei einem Jahr, ja, hier habe ich genau diese Nische getroffen mit meinem Video. Hier sind wirklich Bekannte, wo ich dann vorher platziert werde vor den verschiedenen. Hier 444.000 Aufrufe und. Und mein Video ist hier an erster Stelle. Ja, wie schaut es aus zum Beispiel mit Geld verdienen? Geld verdienen. Okay, da schlagt sie schon vor. Verdienen YouTube zum Beispiel. Geben wir noch. Ja, genau das brauchen wir da. YouTube 220, da sieht man den Daniel mit seinem Video. Der ist schon unser Vorreiter mit dem Ganzen. Schauen wir mal hier. Hier die Katrina, die Kieslewski. Schau mal, wo meines ist. Das ist genau, ist auch schon. Hier ist ja der Markt schon ein bisschen stärker, aber man sieht, hier bin ich auch schon am hochsteigenden Ast. Mal sehr gut. Hier sieht man auch die Videos natürlich auch kürzer. Weil es ja so, die neuesten Videos pusht YouTube sehr mächtig. Und wenn natürlich die User drauf gehen, wird das immer mehr angezeigt. Oder? Zum Beispiel, der hat das vor 4 Stunden, oder? Der hat ja 69.000 Aufrufe, kann man in Lego Geld verdienen, oder? Das ist schon stark, ja. Genau, vor 7 Monaten, ja. Der spricht natürlich eine Nische an, wo sehr viel gesucht wird. Oder? Und natürlich, je stärker die Nischen sind, also die Phrasen oder die Dinge, je teurer wird das. Oder? Da muss man dann auch sehen, wie das funktioniert. Ja? Genau. Ja, jetzt komme ich wieder mal zurück. Dann schauen wir mal an, was sich genau, wenn man das natürlich sich interessiert für den Online-Shoppen 27. Also hier kann man sich dann das Datum auswählen und den Online-Kurs auswählen. Nächsten Tag, also schaut, dass ihr noch die 3, 4 Tage das nützt, oder? Das ist ein super Angebot. Sonderpreis um 27 Euro gibt es wahrscheinlich nicht mehr nachher. Genau. Was auch kleiner Wermutstropfen, also ein kleiner Bonus noch dazu. Die zwei Jungs, wenn ich dann jetzt noch weiterblättern, geben natürlich, wenn man sich da mit Webinar angemeldet hat und das angesehen, auch noch ein kleines Geschenk dazu. Einen Bonustrain im Wert von 397 Euro. Wie du profitabel für YouTube-Videos erstellen kannst, ohne vor die Kamera zu gehen. Weil viele trauen sich das nicht. Und hier gibt es einen kleinen Kurs obendrauf, geschenkt, wenn man das Webinar, also noch zusätzlich. Also es lohnt sich. Nützt das, diese Chance. Und ich freue mich, dich ja, wie soll ich sagen, ich freue mich, dass ihr das so mitverfolgt habt. Wenn eine oder andere Frage habt, schreibt mich an. Oder wenn du das Video siehst, meinen YouTube-Kanal, abonniere meinen YouTube-Kanal und hier gerne auch einen Kommentar hinterlassen oder ein Like. In dem Fall habt viel Spaß damit, mit dem Online-Kurs. Ich hoffe, ich sehe dich im Member-Bereich und tschüss, in dem Fall dein Heinz.